Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Animations Games More. Ja, was haben wir heute so vor uns? Wir möchten einen Fade-In-Fade-Out-Effekt erzeugen. Und was das genau ist und was wir dann, damit ihr auch seht, was wir heute vorhaben, werde ich euch das kurz mal zeigen. Also, bis gleich im Test. Da sind wir im Testgame und ich zeige euch das direkt mal. So, ihr habt jetzt gesehen, ein weicher Einblende-Effekt beim Starten des Spieles. Und genau das möchten wir heute erzeugen. Außerdem noch, wenn wir runterfallen, ihr seht hier noch die Plane, ein Ausblende-Effekt. Ist ein ganz schöner Effekt und sieht immer gut in Spielen aus, als so ein harter Eingang. Und wie wir das eben machen, das zeige ich euch jetzt. Und da sind wir wieder in unserer Testszene, die ich euch gezeigt hatte, schon am Anfang. Und in dieser möchten wir jetzt eben diesen Fade-In-Fade-Out-Effekt erzeugen. Der Spieler hier ist ein ganz normaler Spieler, der kann springen, vorwärts, rückwärts und sich drehen. Also jetzt nichts Spektakuläres, ich habe dafür jetzt auch nicht so viel Zeit aufgewendet. Und das ist eben diese Testszene, die vielleicht einige von euch schon mal gesehen haben, nur mit einem braunen Boden. Ich habe halt noch eine Textur drauf gespannt, aber ist ja nicht das Thema. Fangen wir auch direkt an. Wir brauchen dazu eine Overlay-Scene, ihr habt das vielleicht schon gehört. Das deckt dann sozusagen, das ist wie so ein Vordergrund eurer Szene, also wie so ein Transparenzpapier, das vor eurer Szene liegt, die dann vor die Kamera sozusagen gemacht wird. Diese Szene hier heißt jetzt noch Szene, die nenne ich jetzt mal um in, keine Ahnung, Spiel. Und jetzt brauchen wir noch eine Szene, wo wir diesen Fade-In-Fade-Out-Effekt eben erzeugen. Und dazu drücken wir dieses Plus hier. Und New. Und diese Szene nennen wir direkt Fade Fader. Und jetzt haben wir hier eine neue Szene ohne alles, sagen wir es mal. Und wir schalten direkt am Anfang mal auf Blender Game um. Hier oben. Und hier bei Shading auf GLSL. Dann haben wir das schon mal. Außerdem mache ich noch meine Screencast Keys. Ja, die sind noch an. Es kann passieren, dass die aus sind. Nicht, dass ihr plötzlich nicht mehr seht, was ich jetzt hier mit den Tasten mache. Ja, jetzt brauchen wir eine Kamera, die ist hier und die ziehen wir jetzt ein bisschen höher, ist eigentlich egal welche Höhe, ihr seht gleich wieso. Dann drückt ihr 0 und habt dann diese Ansicht hier von der Kamera und jetzt braucht ihr eigentlich nur noch eine Plane und die ziehen wir jetzt auf die Größe, dass es die Kamera überdeckt. Mit SX könnt ihr dann auch in verschiedene Achsen skalieren, aber so genau möchte ich es jetzt nicht erklären. Also ein bisschen Grundwissen für Blender bräuchtet ihr jetzt hier für das Tutorial schon. Deswegen erkläre ich dafür jetzt nicht mehr so viel. So, und jetzt haben wir direkt diese Plane hier. Die hat noch kein Material, das brauchen wir aber. Deswegen ziehen wir das hier mal ein bisschen größer und klicken hier auf New. Und haben wir hier ein neues Material. Das nenne ich jetzt auch direkt Fade. Und dieses Material muss shadeless sein, deswegen macht ihr hier diesen Haken an. Dann ist es komplett weiß. Weiß ist in Ordnung. Ihr werdet euch jetzt gleich wundern, wieso eigentlich weiß. Das war doch jetzt, wo ich euch gezeigt habe, das Spiel schwarz. Ihr seht gleich, wie das gemacht wird. Der Rest kann so bleiben. Das Einzige, was noch sehr wichtig ist, ist dieser Haken hier unten. Hier gibt es das Object Color. Und diesen Haken hier macht ihr an, sodass es hier so ist. Das ist sehr wichtig, sonst funktioniert es nicht. Und jetzt brauchen wir eben diese Object Color und die findet ihr bei diesem Cube hier unter der Object Leiste. Und hier gibt es weiter unten in Display gibt es unter anderem die Object Color und die ist gerade auf weiß eingestellt. Da klickt ihr mal drauf und dann kommt hier auch so ein Menüfeld wie bei dem Material, wo ihr Sachen auswählen könnt. Ja, und wir brauchen eben jetzt zwei Kanäle, nämlich den RGB-Kanal. Und den Alpha-Kanal, der direkt dabei ist. Also eigentlich müsste hier RGBA sein, aber gut. Wir haben den Alpha-Kanal direkt hier. Und jetzt können wir hier auf schwarz umstellen. Und dann haben wir eine schwarze Plane. Und so möchten wir es ja auch, weil ihr habt ja gesehen, beim Fade-In-Effekt, also wenn ihr in das Spiel reinkommt, wird es von schwarz zu durchsichtig. So, und dazu brauchen wir jetzt zwei Keyframes. Wir schauen in dieser Leiste hier unten, ob wir auf Frame 1 sind. Das sehen wir hier. Und gehen über diese schwarze Fläche hier und drücken I auf der Tastatur und haben somit einen Keyframe gesetzt. Und dann gehen wir etwa 60 Frames, also in meinem Beispielspiel waren das jetzt 60 Frames. Mit dem Pfeiltasten links, rechts könnt ihr auch einzelne Frames springen, ist ganz gut, praktisch hier auch so. Und jetzt drückt ihr wieder
I, aber erst müsst ihr noch was umstellen, und zwar den Alpha-Kanal. Und den stellt ihr auf 0. Jetzt ist die Plane komplett durchsichtig. Und jetzt drücken wir wieder I. Und jetzt, wenn wir nochmal auf den Anfang gehen und das jetzt abspielen lassen, na, dann spielt er das langsam ab und ihr seht, es wird langsam durchsichtig. So, und jetzt gehen wir auf Frame 80. Drücken wieder I über diesem hier, gehen dann auf Frame 140, also 80 plus 60 Frames dazu, sind ja 140. Na, so, und jetzt gehen wir wieder auf Alpha 1, also man kann ja auch einfach 1 eingeben. Und jetzt drückt ihr wieder I und jetzt habt ihr hier so eine flüssige Animation. Erst geht's aus und dann wieder, also die Farbe geht raus und dann wieder rein. Ja, das ist eigentlich schon alles. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen Game Logic, ist aber nicht so kompliziert. Wir gehen direkt in den Game Logic Abteil hier. Und jetzt haben wir wieder die Szene, da müssen wir kurz wechseln in die Fader-Szene. Und jetzt brauchen wir ein paar Sensoren, nämlich zwei Stück. Zweimal dasselbe, nämlich die Message-Sensoren. Genau. Einen nenne ich jetzt mal In. Den anderen Out. Und in die Subjects tragt ihr auch In und Out ein. Also ihr könnt natürlich eintragen, was ihr wollt. Ihr müsst nur dran denken, was ihr eingegeben habt, sonst wird es problematisch. So, dann können wir die direkt zumachen. Ach, meine Maus ist so blöd. Ich muss mir eindeutig eine neue kaufen. Dann zwei Endcontroller. Die verbinden wir direkt. Zack. Und zwei Action Actuator, um nämlich diese zwei Actions einzugeben oder anzugeben, ja. Einmal wieder in und einmal out, das reicht. Ihr müsst sie natürlich nicht benennen, aber es ist immer einfacher. Den Continue-Button kann man eigentlich rausgeben, also rausmachen. Ist egal, weil die Action wird eh nur einmal abgespielt. Also das bleibt ja hier auf Play, von daher ist es egal, aber ihr könnt ihn rausmachen. In dem Fall halt heißt das, diese Action jetzt Plain Action. Also wählen wir auch die Plain aus als Plain Action. Und hier auch die Plain Action. So, der In-Effekt war von 1 bis 60. Deswegen geben wir hier Start 1 und End 60 ein. Play ist okay. Machen hier zu. Und hier geben wir 80 bis 140 an, weil wir von 80 bis 140 diese zweite Animation hatten. So, jetzt müssen wir die eigentlich nur noch verbinden. So, und jetzt kann das natürlich noch nicht funktionieren, weil wir noch keine Message verschicken. Also kann der hier auch keine Message erkennen. Das müssen wir natürlich jetzt noch machen. Geht eigentlich auch nicht so schwer. Wir gehen wieder in die Spielszene und gehen auf die Kamera. Die braucht jetzt einen Always-Sensor. Die können wir direkt zumachen. Einen End-Controller können wir auch direkt zumachen und hier direkt verbinden. Und einen Scene-Actuator. So. Und hier Add Overlay Scene. Und hier geben wir jetzt die Fader-Szene an. So, jetzt legt ihr immer diese Szene da drüber. Das passt. Und jetzt noch ein Sensor. Nochmal Always. Jetzt müsst ihr aber aufpassen. Ihr müsst noch diesen Tab hier anmachen. Das bedeutet so viel wie er triggert ein einziges Mal und danach nicht mehr. Also das nur ein einziges Mal. Das brauchen wir auch, weil die Animation ja auch nur ein einziges Mal abgespielt werden soll und nicht immer wieder. Deswegen diesen Tab hier an. So, dann wieder verbinden. Und jetzt brauchen wir hier einen Message-Sensor, Actuator, Entschuldigung. Und To könnten wir direkt angeben, nämlich zur Plane. Und Subject ist in. So, das ist jetzt das. Das müsste jetzt eigentlich auch direkt funktionieren. Ich guck mal. Ja, ihr seht es funktioniert schon. Nur beim Abstürzen wird jetzt noch nichts passieren. Das müsst ihr eben mit dieser Plane lösen, die ihr sicher schon gesehen habt beim Spiel, weil ich ja die noch nicht invisible gemacht habe, um das zu zeigen. Shift S, Cursor to Center. Dann habt ihr diesen Cursor in der Mitte. Und dann Add Mesh Plane. GZ, dann könnt ihr die weiter runter machen. Und dann skaliert ihr die einfach mal
schön groß, sodass dass man sie auf jeden Fall beim Abstürzen berührt. Und das ist jetzt unser Sensor. Und je tiefer sie liegt, je länger fällt man natürlich. Ich mache sie jetzt etwas weiter hoch, also so wie sie jetzt etwa ist. Und in den Physics könnt ihr sie entweder direkt auf Invisible stellen, dann sieht man sie nicht mehr im Spiel. Oder ihr lasst es. Ihr könnt dann noch den Actor und den Ghost-Button anmachen. Actor ist nicht so wichtig, aber vor allem Ghost. Dann fällt der Spieler nämlich durch und bleibt nicht drauf stehen. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Collision-Sensor. Hier gebt ihr die Property Player ein. Die vergeben wir gleich noch. Collision. Dann ein End-Controller. Und einen Message-Actuator. Und dieser Message soll out heißen. Und die geht wieder zu unserer Plane. Die hier. So. Und jetzt verbinden wir das schön. So. Und wenn wir jetzt abstürzen, wird noch nichts passieren. Da wir noch keine Property vergeben haben für den Spieler. Deswegen wählen wir jetzt noch den Spieler aus. Der hat jetzt eine Property schon mal fürs Jump, also fürs Springen. Und jetzt gebe ich ihm noch eine und die heißt jetzt Player. So, das stelle ich direkt auf Boolean, damit ich weiß, es ist einfach nur, um abzutasten. So, wenn wir jetzt auf Play drücken, seht ihr ein weicher Eingang. Und ich laufe jetzt mal hier runter und stürze mich mal über den Abgrund. Und zack, da ist es auch schon weg. Jetzt kann man die Play natürlich noch auf Invisible stellen. Dann sieht es nicht so blöd aus, dann ist sie nämlich unsichtbar und wird nicht mehr gerendert in der Spielszene, so wie jetzt. Und ja, das ist eigentlich schon alles. Im nächsten Teil geht es dann noch darum, wie wir das dann machen, dass wenn es schwarz wird, dass es dann auch mal, dass man wieder weiterspielen kann oder ins Menü kommt oder wie auch immer. Und nicht dann, man kann ja dann nichts mehr machen. Die einzigste Chance, die einem bleibt, ist ja einfach rauszugehen aus dem Spiel und das ist ja blöd. Deswegen in dem nächsten Teil geht es dann darum. Gut, bis zum nächsten Teil oder bis auch zum nächsten Tutorial und viel Spaß beim Nachbauen. Bis zum nächsten Mal. Take my hand. Come on.